In folgendem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Projekte der Artemis Suite mithilfe des Head Navigators oder der Datenbank befüllen. Der Head Navigator befindet sich standardmäßig am linken Bildschirmrand und bietet Ihnen vollen Zugriff auf die Festplatte Ihres Computers sowie die verbundenen Netzlaufwerke und Wechselmedien. Sollte der Head Navigator nicht angezeigt werden, können Sie ihn unter View einfach einblenden lassen. Erzeugen Sie neue Marken, indem Sie Dateien per Drag and Drop aus dem Head Navigator in ein Pool-Project bewegen. Nicht nur einzelne Dateien, sondern auch ganze Ordner können Sie so in Ihr Projekt ziehen. Wenn Sie bestimmte Ordner auf Ihrer Festplatte immer wieder verwenden, können Sie diese ebenfalls per Drag and Drop unter dem Punkt Favorite Folders ablegen. So umgehen Sie in Zukunft langes Suchen in Unterverzeichnissen und haben projektunabhängig schnellen Zugang zu Ihren Daten. Der folgende Punkt Pool Favorites ermöglicht Ihnen den Zugriff auf abgespeicherte Pool-Elemente. Einmal konfigurierte Analyse-, Filter- oder Destination-Elemente können so jederzeit in neuen Projekten wiederverwendet werden. Legen Sie sich Pool Favorites für wiederkehrende Aufgaben an. Damit sind nach dem Einfügen von Elementen in ein Projekt keine weiteren Einstellungen für Ihre Aufgaben mehr nötig. Nach dem Einfügen der Favorites-Elemente in ein Pool-Project aktivieren Sie diese und erhalten nach der Berechnung die Ergebnisse mit den Einstellungen Ihrer Pool-Favorites. Unter My Favorites befinden sich Elemente, auf die nur Sie zugreifen können. Mithilfe der Team-Favorites können mehrere Nutzer auf dieselben Pool-Elemente zugreifen. So können zum Beispiel alle Mitarbeiter eines Teams dieselben Analysen und Filter für ihre Aufgaben nutzen. Elemente in My Favorites erzeugen Sie, indem Sie per Drag-and-Drop Elemente aus den Pools in den Bereich My Favorites bewegen. Team-Favorites können Sie aus My Favorites-Elementen durch einen Export erzeugen. Eine weitere Möglichkeit, ein Projekt zu befüllen, bietet die Datenbank der Artemis Suite. Gehen Sie dafür zunächst auf Database und Search. Nutzen Sie die Suchfunktion per Eingabe der gewünschten Begriffe. Mit den Ergebnissen der Suche können Sie wieder per Drag and Drop ein Projekt befüllen. Dieses Vorgehen können Sie auch in den Navigation Views Ihrer selbst angelegten Ordnerstruktur innerhalb der Datenbank nutzen. Alle Daten aus dem Head Navigator oder der Datenbank stehen Ihnen unabhängig von Ihrem aktuellen Projekt zur Verfügung. Mit diesen Werkzeugen haben Sie die Möglichkeit, bequem Projekte zu befüllen. Mithilfe des Head Navigators können Sie zudem einmalig konfigurierte Pool-Elemente wie Analysen oder Filter wiederverwenden.